Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, Certainly. der zweiten Staffel. Ja, in der letzten und der bis jetzt ersten Aufnahmesession sind wir erfolgreich aus den Ruinen entkommen, der Ingvitana. Nur um hier jetzt irgendwelche Pflanzen zu übersehen. Unsere toten Kameraden sind schon despawned durchs Laden. Und ja, wir haben immer noch keine gescheite Waffe für uns. Also immer noch kein Schwert. So, Gefäßfleisch gibt's von denen. Hier sehen wir, wie Leute auf den Scheiterhaufen verbrannt werden und alles. Diese mit seltsamen Glyphen bedeckte massive Struktur besteht aus Stein, Adra und Kupfer. Die Luft um sie herum vibriert mit ungewöhnlicher Kraft. Ja, die saugt Seelen auf, damit sie nicht in Babys landen. Irgendwer hier Babys nicht leiden kann. So, dann geht's auf nach Talholz. Damit wären wir in Celandlis schon mal fertig. Perhaps rest is in order. So, und wir sind erschöpft. So, du hättest Rastvorräte und eine Lederrüstung. Und ja, wir sehen am Anfang immer noch irgendwelche Geister. Die nicht da sein sollten. Und Gesetzlose. Hey, du trägst ein Schwert. Das ist gut. Heilen wir uns mal. So. Sehr schön ein Schwert für uns. Geld. Das ist übrigens auch etwas, was ich interessant finde in diesem Spiel, dass es verschiedene Geldarten gibt. Die dann einfach alle in Kupferpfand umgerechnet werden. Der Rest kann alles hier rein, so. Ja, die Armbrust kann ich leider gerade nicht rausnehmen. Da muss es fürs Erste die Pistole tun. Auch wenn wir halt Waffenschwerpunkt Ritter, also Schwert und Armbrust haben und Morgenstern und Streitaxt. Okay, ob wir den da retten können, ist die gute Frage. Als er dich kommen hört, schaut der junge Zwerg, der den Eintopf kocht, erschrocken auf. Er lässt eine Schöpfkelle fallen und verspritzt durch Eintopf auf den Boden. Was? Der Bandit sieht sich um, schnappt sie euch, ihr Hunde, und sorgt dafür,
dass unser neuer Koch nicht durchbrennt. Hilfe, bitte, Hilfe. Ah, einer der Banditen gibt Tenriff im Vorbeigehen einen Tritt, worauf er sich zusammenkauert. Also ja, der Gesetzlose, der heilt sich halt. Was ihn ein bisschen schwieriger macht. So, jetzt erstmal den Banditen loswerden. Mit dem Bogen. Stand together. So, jetzt wissen wir noch du. Wir sind halt nicht auf dem Damm, deswegen. Und er heilt sich halt auch noch, was das kleine Problem ist. Komm schon. So, jetzt sollten wir mal die Ausdauer benutzen. Gut. Er ist schon schwer verletzt, das heißt noch zwei gute Treffer. Jetzt noch ein guter Treffer, dann haben wir ihn. So. Rest might do us some good. Genau, hier Kupferstücke, also Kupferpanz. Diese Dürrwaldwährung ist massenhaft in Umlauf. Kommt bei Alltagsgeschäften zu einem, so steht die Grundlage für die meisten Transaktionen da. Und Kupferskate. Der Skate ist die Standardwährung im Kaiserreich Edir und den Gebieten unter seiner direkter Kontrolle. Wie beim Dürrwaldpant handelt sich dabei um eine kleine Kupfermünze. Hier steht auch der Wert, also die ist ein Kupferpantwert. Med macht Schadensreduktion und dann halt jede Menge Rüstungen. Und Umhänge und so weiter. Oh, und da wäre Silberstücke gewesen. Ich finde es immer interessant. Bis auf ein paar verschmutzte Feldbahnen und den Gestank ungewaschener Körper ist dieses Zelt leer. Stab, noch mehr Kupferstücke, Fleisch, Achat, Reis und Gemüse. Ansonsten gibt es hier nichts mehr. Und ja, Banditenlager. Und hi, Tenfrit. Hail and well met. Bei der Flamme, danke, danke, danke. Ich dachte, ich müsste diese ignoranten Wiesen für den Rest meines Lebens bekochen. Oder als bis sie meiner überdrüssig werden. Das wäre dasselbe eigentlich. Ich muss zurück nach Hause. Ich hoffe nur, dass sie noch keinen Ersatz für mich verpflichtet haben.
Der Zwerg sieht fassungslos aus. Hör mal, wenn du das nächste Mal in Goldtab bist, dann schau doch mal im Schwarzen Hund vorbei. Ich werde Pasca berichten, was du für mich getan hast. Sie wird sich beim bestimmt eine Gelegenheit einfallen, eine Gegenleistung einfallen lassen. Oh, das wird schön, wieder an mein Herz zurück zu sein. So, eine neue Quest. Aufgaben. Zu spät zum Abendessen. Also das ist keine Quest, sondern eine Aufgabe. Also das sind so eigentlich, keine Ahnung, die Mini-Varianten von Quests. Oder Quests sind halt länger als Aufgaben. Die Schenke zum Schwarzen Hund in Goldtal hat ihren geliebten Koch verloren. Tefrit war dankbar, dass ich ihn aus der Gefangenschaft im Bandinenlager befreite. Er schlug mir vor, mich mit der Schankwirtin der Schenke zum Schwarzen Hund in Goldtal zu unterhalten, die in einer besseren Position sei, mich für meine Bemühungen zu entlohnen. Mhm. Ja, hier in die Ruine will ich nicht rein, weil die Wölfe dort sind stärker als ich. Nach Gerans Griff im Nordwesten, nach Goldtal im Süden. Mhm. Verdammtes Teil, komm schon, hein und drücken. Welcome. Dieser Mann scheint eilig dabei zu sein, sein Lager mit schnellen, ruckartigen Bewegungen abzubauen. Als du dies näherst, schaut er mit angespanntem und erschöpftem Gesichtsausdruck zu dir auf. Sei gegrüßt, sagt er ein wenig außer Atem. Auf dem Weg nach Süden, was? Er wischt sich die Stirn ab und wendet dir dein Gesicht zu. Ich glaube, je eher du aus diesem Wald herauskommst, desto besser. Unsere Karawane wurde angegriffen. Ich versuche, nach Goldtal zu gelangen. Vergiss den Wald. In den Ruinen weiter nördlich gibt es eine seltsame Maschine. Diese schwarz gekleideten Gestalten führten dort eine Art Ritual aus. Warum hast du es denn so eilig? Ich bin nur auf der Durchreise. Ich möchte Goldtal erreichen. Steck deine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer Leute, sonst wird man sie dir abschlagen. Nehmen wir mal das mit der Karawane. Dumm gelaufen. Tut mir leid, das zu hören, aber hier solltest du auf keine Probleme mehr stoßen. Goldtal kannst du gar nicht verpassen, wenn du dich an die Straße hältst. Und weit zu laufen hast du auch nicht mehr. Aber danach solltest du dich von diesem Ort fernhalten. Wir wurden nördlich von hier gerade erst angegriffen. Ich und einer meiner Freunde. Wir kamen hier heraus, um Jagd auf Hirsche zu machen. Stattdessen sind wir auf einen Bären gestoßen. Ein riesiges, monströses Ding. Und Peril? Er hat es nicht geschafft. Er schüttelt den Kopf. Ich weiß gar nicht, was ich seiner Frau sagen soll. In jedem Fall hat mich dieser Wald einen Freund gekostet. Ich gehe lieber schnell nach Hause, bevor er sich noch etwas nimmt. Wer bist du? Nonton heiße ich. In Goldtal geboren und aufgewachsen. Seitdem hatte ich auch kein bisschen Glück. Sein Gesicht verzerrt sich. Hatte wohl mehr Glück als Peril. In jedem Fall hat mich dieser Wald einen Freund gekostet. Ich gehe lieber schnell nach Hause, bevor er noch etwas nimmt. Was ist mit deinem Freund passiert? Wir haben ihn nicht kommen sehen. Nonton's Stimme zittert leicht, als er spricht. Wir folgten einem Hirsch. Peril sah etwas im Gebüsch, worauf wir hinterher rannten. Wir sind fast in diese Höhle hineingestürzt. Der arme Peril hatte keine Chance. Bevor wir überhaupt wussten, was passiert war, hatte ihn sich der Bär schon geschnappt. Die Biester nehmen sich wohl, was und wen sie wollen, sagte er mit einem traurigen Lächeln. Und dieses Mal fiel Galloways Gunst dem Bären zu. Wo seid ihr auf den Bären gestoßen? In einer Höhle ein Stück weiter in diese Richtung. Er deutet auf einen Ort im Nordwesten. Ich an deiner Stelle würde da nicht hingehen. Dieser Bär ist wirklich ein riesiges Untier. Ich würde es hassen zu hören, dass er noch ein weiteres Leben gefordert hat. Na dann leb wohl. Gut, Nonton macht hier seine Runde. Wir gucken mal nur, was die Straße hoch ist. Das Gras hinter den Wagenrädern ist immer noch niedergedrückt. Mehrere Fässer mit Kohlköpfen, Kartoffeln und Kürbissen wurden umgestürzt und liegen gelassen. Da, Silberluske. Die am weitesten verbreitete valianische Münze im Dirwald ist die Silberluske, Fisch oder Lusse, die ihren Namen aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit den Schuppen eines Fisches trägt. Ja, sie sehen wirklich aus wie Fischschuppen. Wie sieht's mit Rastvorräten aus? Wir haben 4. Und ich glaube, es gibt gar kein Maximum, was wir mit uns rumschleppen können hier. Das gibt's, glaube ich, nur auf schwer. Ich weiß, dass es hier auch noch... ein Wolf. Dass es hier auch noch Zauribs gab. Ja, der Wolf greift an.
Einen Wolf sollten wir hinkriegen. Who's tired? Just me? Zersplitterte Stücke einer Kiste zusammen mit etwas seinem Gemüse auf der Erde verteilt. Oder was? Verstreut, okay.